بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine ehrenwerten Geschwister, wir werden jetzt gemeinsam von dieser großartigen Abhandlung von Sheikhul Islam Ibn Baz rahimahullah die Lektion Nummer 17 durchnehmen. Ad-Darsu as-Sabi'u Ashar. Die Lektion Nummer 17. Und Sheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, sagte: Ad-Darsu as-Sabi'u Ashar, At-Tahdhiru min ash-Shirki wa Anwa'il Ma'asi. Diese Lektion, es handelt sich um Warnung vor dem Schirk und weiteren Arten von Sünden. Und dann Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, sagte, wa minha, und von diesen Sünden sind as-sab'u al-mubiqat al-muhlikat wa hiya ash-shirku billah was-sihru wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil-haqq wa aklu mal al-yatim wa aklu ar-riba wa at-tawalli yawm az-zahfi وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ومنها حقوق الوالدين حقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. Das war der Text von Sheikh al-Islam Ibn Baz rahimahullah, in dem er sagte, die sieben zerstörerischen, vernichtenden Sünden. Und von diesen sieben sind an der ersten Linie die erste allergrößte Sünde ist die Beigesellung Allahs, dass man Allah Ta'ala beigesellt. Die zweite Sünde ist die Magie, Zauberei. Die dritte Sünde ist Mord, das Töten einer Seele. Die vierte ist das Verzehren der Besitz der weißen Kinder. Die fünfte ist Zinsen. Sechste Sünde, das Fliehen vom Herzog. Und die letzte, die siebte von diesen vernichtenden Sünden ist das Bezichtigen der Unzucht der keuschen, unachtsamen, gläubigen Frauen. Und dann sagte Sheikh Ibn Baz rahimahullah, und dazu gehören noch einige weitere Sünden, wie zum Beispiel die Ungehorsamkeit bzw. Grobheit gegenüber den Eltern. Dann die Unterbrechung der Verwandtschaftsbände, dann das falsche Zeugnis, dann die gelogene Schwüre bzw. Eide, dann das Schaden dem Nachbar, dann die letzte Sünde, die Sheikh Ibn Baz rahimahullah anführte und sagte, die Ungerechtigkeit gegenüber den Menschen, sei es diese Ungerechtigkeit in ihrem Blut oder in ihrem Besitz oder in ihre Ehre und weiteren Sachen, die Allah und sein Gesandter verboten haben. Was die erste und größte, allergrößte Sünde angeht, und das ist Ashirku Billah, die Beigesellung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, wie Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah in Usul al-Thalatha sagte, dass dies der größte, allergrößte Verbot ist. Der allergrößte Verbot ist Ashirku Billah, die Beigesellung, dass man Allah Ta'ala beigesellt. Dies ist
die allergrößte Sünde. Davor sollte man sich ganz gut schützen, denn dies zerstört einem das Diesseits und die Jenseits. Und bezüglich dem Schirk sind die Versen vom Koran und die Ahadithe zahlreich. Allah subhanahu wa ta'ala, und wir werden uns auf einigen beschränken, da die Zeit uns nicht erlaubte, in die Länge zu ziehen. Allah ta'ala sagt im Koran, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Diene einzig und alleine Allah subhanahu wa ta'ala und stelle ihm absolut nichts zur Seite. Absolut nichts. وقال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. Wahrlich, die Beigesellung ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Wahrlich, Allah vergibt nicht, dass es ihm beigesellt wird. Und Allah vergibt, was unter dieser Beigesellung ist, wem er will. وقال تعالى إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Wahrlich, derjenige, der Allah beigesellt, für den hat Allah das Paradies verboten gemacht. Und seine Wohnstätte, sein Ende ist das Feuer. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, überliefert in Bukhari und Muslim, sagte: أَعَظَمُ ذَنْبَ أَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Die allergrößte Sünde ist, dass du Allahs Partner machst, dass du zu eine andere neben Allah anbetest, dass du zu Allahs Seite Partner nimmst, dass du Allah beigesellst und er hat dich erschaffen. Denn Allah Ta'ala ist derjenige, der uns erschaffen hat, uns zur Existenz gebracht hat. Und deswegen, und er ist der Einzige, der uns versorgt, und deswegen, wie Imam Ibn Kathir rahimahullah sagt, derjenige, der erschafft, der lenkt, der versorgt, er verdient einzig und alleine, angebetet zu werden. Ihm steht dieses Recht, die Anbetung, nur einzig und alleine, Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in einem weiteren Hadith in Bukhari sagte, Man mata وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارِ. Wer stirbt, und er betet neben Allah eine andere an, er geht ins Feuer. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in einem weiteren Hadith im Muslim sagte, مَن لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةِ. Wer Allah trifft, in Yawm al-Qiyama, und er hat ihm nichts zur Seite gestellt, absolut nichts zur Seite gestellt, wird ins Paradies eingehen. وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. Und wer Allah trifft am jüngsten Tag, und er hat ihm beigesellt, er hat anderen angebetet neben Allah, sein Ende ist das Feuer. Somit, das sind Genüge an Argumenten vom Koran und Sunna für ein lebendiges Herz. Ein Herz, der sich ermahnen lässt. Wenn er diese Versen vom Koran, die Aussagen Allahs hört und die Ahadithe unserer edler Gesandter sallallahu alaihi wasallam hört, so sollte er sich in Achtsam nehmen und weit weg fliehen vor dem Schirk. Jedoch, die Fliehung vor dem Schirk ist, dass man die Wege der Schirk und der Schirk kennt, weil sonst man fällt rein in diesem Schirk und man weiß nicht mal, dass es in Schirk reingefallen ist. Und das ist die große Gefahr. Und die meisten Muslime sind dieser Gefahr unachtsam.
Und deswegen Sheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah, in der Erklärung von Usul al-Thalatha sagte, dass die meisten Menschen, wenn sie gefragt werden, sie denken, dass die größten Sünden sind Unzucht, sind Zinsen und so weiter. Und das sind großen Sünden. Niemand bestreitet es. Jedoch der allergrößte Sünde ist Ashirku Billah. Und das ist die allergrößte Gefahr. Deswegen man sollte, wie ein Poet sagte, ich habe das Böse gelernt, nicht um dieses Böses auszuüben, nein, um mich davor zu bewahren, dass man sich bewahrt, weil sonst man fällt rein und man ist sich gar nicht bewusst. Deswegen man sollte diese Sachen und diese Argumente nicht unbeachtet lassen. Nichts unbeachtet, weil deswegen Sheikh Ibn Baz rahimahullah und die A'imma seit der Zeit der Salaf, sie schrieben Bücher sowohl über den Tawhid als auch vor dem Schirk, um uns zu warnen, um uns diese Gefahr zu zeigen. Diesmal dazu zu Schirk. Dann die nächste Sünde, die von den vernichtenden Sünden ist, ist Magie. Zauberei. Und Allah Ta'ala sagt im Koran bezüglich der Magie: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ الْآيَةِ إِلَى أَنْ قَالَ تَعَالَى وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Allah Ta'ala in diesem Vers reinigt sein Propheten Suleiman alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala widerlegt diejenigen, die Suleiman alayhi salatu wassalam beschuldigen mit dem Kufr. Allah sagt: وَمَا كَفَرَ Suleiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Nicht Suleiman a.s. wurde ungläubig. Nein, niemals. Sondern die Satane wurden ungläubig, indem sie die Menschen die Magie lehrten. Und sie erlernten, was ihnen schadet und nichts nützt. Und sie wussten doch, das, was es erkauften am Jenseits, wahrlich keinen Anteil hatte. Keinen Anteil, für wahr. Wie schlimm ist das, wofür sie ihre Seelen verkauft haben, wenn sie es nur wüssten, diese Menschen, die ihre Seelen aufgrund dieser Magien verkauften und dadurch Ungläubige geworden sind. Und dieser Vers ist eine Bereinigung für Suleiman alayhi salatu wassalam. Und als der Gesandte sallallahu alayhi wasallam die sieben vernichtenden Sünden erwähnte, unterdessen nach dem Schirk, nach der Beigesellung, erwähnte der Prophet sallallahu alayhi wasallam as-sihru, yani die Magie, die Zauberei. Und dann die Gelehrten sagen, dass die Magie ist in absolut in jeder Form verboten. In jeder Form ist verboten. Und die Magie hat viele Völker zerstört und vernichtet. Und diese Menschen, die in diesem Vers erwähnt wurden, sie erkauften die Magie durch ihre Seelen. Sie machten ihre Seele als Gegenpreis der Magie. Und dadurch zerstörten sie sich selbst und befanden sich im deutlichen Verlust. Und die Ulema sagen, dass der Magier begeht Schirk und auch Kufr. Der Magier begeht sowohl Schirk als auch Kufr. Wieso Schirk? Weil er sich den Satanen unterwirft. Und dadurch begeht er Schirk. Und Kufr, weil die Magie an sich selber ist Kufr. Somit begeht er diese gewaltigen Sünden, sowohl Kufr als auch Schirk.
Und auch derjenige, der Magie verlangt, der geht zum Magier und verlangt Magie von ihm, somit ist auch diese Person ein Käfer. Ein Käfer, somit ist diese Sache der Magie eine ganz gefährliche Angelegenheit. Und man sollte sich von diesen Scharlatanen und Täuschern weit weg entfernen. Weit weg entfernen, denn das sind, die gehören zu den dreckigsten Menschen auf der Erde. Zu den übelsten Menschen auf der Erde, diesen Magier. Und Sheikh Khalid Raddadi, ein Sheikh aus Medina, der uns in Mahat damals Kitab al-Tawhid lehrte, als wir dieses Kapitel lernten, As-Sihr, die Magie, er sagte zu uns, dass ein Magier ist mal zu ihm, damals in Medina schon, ist zu ihm gekommen, der Reue gemacht hat. Er hat bereut von dieser Magie, zurückgetreten. Und er hat ihm erzählt, dass die Shayatin, sie haben diesem Magier gelehrt, dass er für jedes Gebet als der Erste in die Moschee reingeht. Und dann, dass er so tut in der Moschee, als würde er den Koran rezitieren. Wieso alle diese Sachen? Damit die Menschen in der Nachbarschaft, in der Umgebung, ja nicht auf die Idee kommen, er sei ein Magier. Auch wenn jemand kommen würde und sagt, das ist ein Magier, alle würden ihm sagen, was ist mit dir los? Er ist der Erste, der zur Moschee kommt. Und wir sehen nur Gutes von ihm. Und er ist in der ersten Saf, in der ersten Reihe. Und er rezitiert immer den Koran. Und dieser Magier sagte, ich habe immer ohne die rituelle Waschung gebetet. Immer ohne die rituelle Waschung gebetet. Und ich habe nie den Koran gelesen. Ich habe nur meine Lippen bewegt, damit die Menschen denken, ich bin am Koran lesen. Schaut diese schiatinischen Tricks und Täuschungen, meine Lieben. Und der Sheikh hat uns damals gesagt, dass die Schiatin, sie lieben diese Dreckigkeit. Und je mehr dieser Magier dreckiger ist, desto höher kommt er bei ihnen. Und deswegen ist von diesem Magier, sie waschen sich monatelang nicht sogar. Monatelang. Deswegen, man sollte sich ins Acht nehmen und aufpassen und sich nicht täuschen von solchen Schiatin. Diesmal zu der Magie. Dann, die dritte Sünde ist das Töten einer Seele. Das Töten einer unschuldigen Seele. Und Sheikh Ibn Baz, Rahmatullahi alayhi, sagt, von den größten Verbrechen und Sünden ist das Töten einer unschuldigen Seele. Und Allah Ta'ala sagt diesbezüglich im Koran, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Allah Ta'ala sagt, wer ein Gläubiger vorsätzlich tötet, yani absichtlich tötet, dessen Lohn ist, das Feuer, ewig darin zu bleiben. Und Allah ist zornig auf ihn. Die erste Strafe ist was? Das Feuer. Die nächste Strafe ist, وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Allah ist zornig auf ihn. Und dann, die dritte Strafe, وَلَعَنَهُ. Und Allah verflucht diesen Mörder. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Und für den gibt es schmerzhafte Strafe. Das ist der Lohn für denjenigen, der eine unschuldige Seele tötet. Denn diese Sache ist gewaltig bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Und tötet euch nicht gegenseitig. Denn wahrlich, Allah ist mit euch barmherzig. Allah ist mit euch barmherzig. Und überliefert
von Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma an den Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man qatala muahidan lam yarih raihat al-janna wa inna rihaha la yujadu min masiratin 40 aaman rawahu al-Bukhari. Überliefert vom edler Sahabi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer eine Person tötet, mit der Person, die Muslime einen Vertrag, eine Vereinbarung haben, wird den Duft des Paradieses nicht riechen. Und gewiss, dessen Duft, das Duft des Paradieses, ist von einer Weite von 40 Jahren Entfernung wahrnehmbar. Das ist die Strafe für denjenigen, der eine Seele tötet, wo die Muslime ihm den Schutz gegeben haben und in einer Vereinbarung sind und in einem Vertrag sind und in einem Bündnis sind. Und das ist eine ganz, ganz heftige Widerlegung gegen die Khawarij. Weil sie töten die Leute, die in den muslimischen Ländern ihnen Schutz gewährt worden ist, und dann sagen diese Khawarij, ja, sie führen den Dschihad. Schaut, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt. Dies ist Dschihad auf dem Weg des Shaitans, nicht auf dem Weg Allahs. Aber diese irregegangenen Köpfe, sie wollen es nicht von diesen Beweisen wissen. Und sogar, es ist bekannt, dass die Khawarij nach ihrer Lust und Laune die Hadithen einstufen. Das ist bekannt. Und das haben auch ihre Köpfe gemacht. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt auch, al-Muslimun ala shurutihim. Die Muslime sind entsprechend ihre Voraussetzungen, ihre Vereinbarungen. Das heißt, die Muslime halten ihre Vereinbarungen. Das ist von ihren Merkmalen. Und so war der Gesandte sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba und die Salaf und die Imma. Und daran sollte man sich ein Beispiel nehmen. Nicht an irgendwelchen irregegangenen Köpfen. Dann, die nächste große Sünde ist Aklu mal al-Yatim. Das Verzehren zu unrechter Weise der Besitz von den weißen Kindern. Und diesbezüglich sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran: Innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Allah ta'ala sagt: Diejenigen, die den Besitz der Weißen ungerechterweise verschlingen, verzehren in ihren Bäuchen nur Feuer. Nur Feuer. Und dieser Vers ist eine heftige Androhung und eine heftige Warnung für diejenigen, die die Vormundschaft der weißen Kinder haben, dass sie sich in Acht nehmen, nicht dieses Besitz in unrechter Weise zu verzehren. Und wieso ist so heftig die Androhung und die Strafe? Weil das kleine Kind, das weiße Kind, er kann nicht mit seinem Besitz umgehen und er kennt nicht den Wert seines Besitzes. Er kennt nicht den Wert der Besitz, er ist klein, 7, 8 Jahre und so weiter. Er kennt nicht der Wert, was ihm sein Vater und seine Eltern hinterlassen haben. Somit, dieser Vormunder, der die Vormundschaft übernommen hat, er kann dieses Besitz von ihm verzehren und niemand wird merken, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen kam diese Androhung, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Wahrlich, sie verzehren in ihren Bäuchen nur Feuer. Und diese Sache ist ganz, ganz gefährlich.
Und deswegen auch, diese Sache ist gefährlich, jedoch auch die Belohnung für denjenigen, der aufpasst für ein weißes Kind, ist die Belohnung gewaltig. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, ich und derjenige, der auf einem weißen Kind aufgepasst hat, sind wir im Paradies so. Und er zeigte damit mit seinem Zeigefinger und seinem Mittelfinger gespreizt. Yani so nah. Jedoch auch die Strafe, wenn man in einer ungerechten Weise ihm Ungerechtigkeit tut, in seinem Besitz. Deswegen man sollte aufpassen von dieser Sünde. Dann eine weitere Sünde, die gewaltig groß ist und gefährlich, ist Zinsen, Riba. Und diesbezüglich sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Doch hat Allah Verkaufen erlaubt und die Zinsen verboten. وقال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Allah spricht hier zu den Gläubigen, Ja, ayyuhal ladina amen, o ihr, die glaubt, fürchtet Allah und lasst das sein, was an Zinsengeschäften noch übrig ist. Wenn ihr gläubig seid, wenn ihr es aber nicht tut, dann lasst euch Krieg von Allah und seinem Gesandter ansagen. Wa qala Allah ta'ala, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَى أَضْعَافًا مُضَاعَفًا. Allah sagt wieder, O ihr, die glaubt, verzehrt nicht den Zins um ein Vielfaches vermehrt. Und Allah sagt auch, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانِ min al-mas. Diejenigen, die Zins verzehren, werden nicht anderes aufstehen als jemand, den der Satan durch Wahnsinn hin und her schlägt. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, wo Imam Muslim rahimahullah in seinem Werk überliefert, la'ana Allahu akilu riba وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ. Allah hat verflucht derjenige, der Zinsennehmer, der Zinsenverzehrer und der Zinsengeber und der Schreiber, der es schreibt, notiert und die Zeugen einen Zinsensvertrag. Alle diese Sorten von Menschen sind verflucht. Auf ihnen ist Fluch Allahs. Derjenige, der Zinsen nimmt, derjenige, der Zinsen gibt, derjenige, der dies notiert und die Zeugen davon. Diese Sache ist gefährlich, meine Lieben. Und die Gefährlichkeit zeigt die Aussage von Imam Darul Hijra, Imam Malik rahimahullah, indem er sagte, Inni tasaffahtu kitab Allah wa sunnata nabiyyihi, فَلَمْ أَرَى شَيْئًا أَشَرَّ مِنَ الرِّبَى لِأَنَّ اللَّهَ آذَنَ فِيهِ بِالْحَرْبِ. Imam Malik rahimahullah sagte, ich betrachtete das Buch Allahs und die Sunna seines Propheten, so fand ich nichts Schlimmeres als die Zinsen, weil Allah erklärte den Zinsenverzehrer den Krieg. Allah erklärt ihnen den Krieg. Und das ist gemeint von den Sünden. Denn der Schirk ist schlimmer als die Zinsen. Jedoch nach dem Schirk schaut Imam Malik rahimahullah, was er bezüglich dieser Sünde sagt. Dass er ja seine Betrachtung vom Buch Allahs und die Sunna sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam, so fand er nichts Schlimmeres nach dem Schirk als die Zinsen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala erklärte diesen Menschen den Krieg.
Dann die nächste Sünde, die Sheikhul Islam ibn Baz rahimahullah erwähnte, ist das Fliehen vom Herzog. Und Sheikh Uthaymin rahimahullah sagte, das Fliehen vom Herzog gehört zu den großen Sünden. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam erwähnte diese Sünde, das Fliehen vom Herzog, zu den vernichtenden 7 Sünden. Und auch diese Sünde ist Grund für Allahs Zorn auf die Person, die sowas tut. Dann die nächste vernichtende Sünde ist das Bezichtigen der Unzucht der keuschen, unachtsamen, gläubigen Frauen. Und bezüglich dieser gewaltigen Angelegenheit sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran: Inna alladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid-dunya wal-akhirah walahum 'adhabun 'adheem yawma tashhadu 'alayhim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Allah Ta'ala sagt: Gewiss, diejenigen, die den ehrbaren, unachtsamen, gläubigen Frauen Unkeuschheit, yani Unzucht vorwerfen, sind verflucht im Diesseits und im Jenseits. Für sie wird es eine gewaltige Strafe geben. Am Tag, da ihre Zungen und ihre Hände und ihre Füße gegen sie Zeugnis ablegen werden, über das, was sie zu tun pflegten. وقال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Diejenigen, die den ehrbaren Frauen Unkeuschheit vorwerfen, jedoch nicht 4 Zeugen beibringen, nicht 4 Zeugen beibringen, peitscht sie mit 80 Peitschen und akzeptiert niemals ihre Zeugenaussage. Und das sind die wahren Frevler. وقال الله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Allah sagt: Hätten sie doch darüber 4 Zeugen beigebracht, da sie aber die Zeugen nicht beigebracht haben, so sind diese bei Allah die Lügner. Und diesen Versen sollte man den Musafiqa vortragen. Angeblich Musafiqa, sie konzentrieren sich nicht auf diesen Versen vom Koran. Denn ihren Sheikh Ibn Hadi Ad-Dal al-Mudil ist genau in diese Sache reingefallen, meine Lieben. Und die Musafiqa bis heute, sie verteidigen ihn ohne Wissen, ohne Argumente. Und sie zeigen keinerlei Einsicht. Und deswegen Sheikh Rabi' Hafizahullah sagte bezüglich diesen Musafiqa: Er befürchtet für sie die Abtrünnigkeit von der Religion, weil ihnen werden diesen Versen vorgetragen und sie ignorieren sie einfach. Sagen: Ja, aber Sheikh Mohammed, aber der war so und der war so und so. Leute, wo sind ihr? Hier sind die Wörter Allahs. Habt ihr die Religion überhaupt verstanden? Oder in welchem Verein seid ihr?
Wir wollen uns nicht so weit vertiefen jetzt in dieses Thema, sonst werden wir nicht fertig heute. Auf jeden Fall, man sollte diese Versen lernen, und wenn die Musafiqa mit ihrer Unwissenheit kommen, sie damit konfrontieren. Konfrontieren die Musafiqa. Dann, die nächste große Sünde, die Sheikh ibn Baz rahimahullah erwähnte, ist die Ungehorsamkeit bzw. Grobheit gegenüber den Eltern. Und Ibn Hajar rahimahullah sagt in Fathul Bari, dass die Ungehorsamkeit, Uquq al-Walidain, dass dies ist etwas, was vom Sohn kommt, was der Vater bzw. die Mutter davon Schaden hat. Sei diese durch Wörter oder Taten. Und Ibn al-Jawzi sagt, dass Uquq al-Walidain ist die Widersprechung der Eltern in dem, was sie ihnen aufrufen, was eigentlich erlaubt ist. Und der schlechte Umgang mit ihnen, sei es dieser schlechte Umgang mit Wörtern oder Taten. Und Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, Al-Allama al-Mufassir al-Sa'di rahimahullah, er erwähnt eine ganz edle Vorzug bezüglich Ihsan, die Gütigkeit gegenüber den Eltern. Sagte Sheikh Sa'di rahimahullah, walil ihsani diddan al-isa'atu wa hiya a'zamu jurman wa tarkul ihsan biduni isa'atin wa hadha muharram. Sheikh Sa'di rahimahullah sagte, für die Gütigkeit ergeben sich zwei Gegensätze. Der erste Gegensatz ist, ihnen Schaden zuzufügen. Das heißt, den Eltern, anstatt gütig zu sein, ihnen gegenüber, nein, du schadest ihnen und du tust sie gefährden. Und das ist noch größere Sünde. Der zweite Gegensatz ist, das Unterlassen der Gütigkeit, ohne ihnen zu schaden, und das ist verboten. Sogar das Unterlassen der Gütigkeit gegenüber den Eltern ist verboten. Und geschweige denn, ihnen sogar zu schaden und sie zu gefährden. Und meine Lieben, diese Gütigkeit gegenüber den Eltern, sie ist nicht einmal im Jahr, wie uns gerne beigebracht wird. Nein, diese Gütigkeit ist jeden Tag, jedes Mal. Man ist unermüdlich in dieser Sache. Man wird nie müde, gütig gegenüber den Eltern zu sein und nicht einmal im Jahr zu besuchen und ein Blumen vorbeizubringen und dann wieder sie für ein ganzes Jahr zu vergessen und am besten in die Heime reinzustecken. Und dann kommen nur, wenn um die Erbverteilung ist, dann kommen sie vorbei. Nein, unsere Religion ist nicht so. Unsere Religion ist ein Tagespraxis, meine Lieben. Und dazu gehört von den wertvollsten Taten, die ein Muslim verrichten kann, ist die Gütigkeit gegenüber seinen Eltern. Sei im Dienste gegenüber deinen Eltern. Denn das ist eine gewaltige Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala, die Rechte der Eltern, erwähnte im Koran, in seinem Buch, zusammen mit dem Tawhid. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und dein Herr hat befohlen, diene keinem außer ihm und erweise den Eltern Gütigkeit. وقال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا und diene Allah einzig und allein und setze ihm absolut nichts zur Seite und seid gütig zu den Eltern und der edle Sahabi Abu Bakr, nicht Abu Bakr radiallahu an, Abu Bakr radiallahu an,
überliefert, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, soll ich euch über den allergrößten Sünden berichten? Die Sahaba sagten, doch, o Gesandter Allahs. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, die Beigesellung Allahs. Das, die erste allergrößte Sünde ist die Beigesellung gegenüber Allah. Und dann, gleich danach, die Grobheit, die Ungehorsamkeit gegenüber den Eltern. Und dieser Hadith ist in Bukhari und Muslim. Und auch überliefert von Bukhari und Muslim, dass Mughira ibn Shu'ba radiallahu an überlieferte vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam, indem der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich, Allah hat euch die Grobheit gegenüber euren Müttern verboten. Verboten. Und hier wurde die Mutter erwähnt, weil sie mehr Rechte hat. Jedoch, dies würde nicht heißen, dass man grob darf sein gegenüber dem Vater. Nein, keineswegs. Jedoch, die Mutter hat mehr Rechte. Und dies nur nebenzu. Zu denjenigen, die möchte gerne Frauenrechte geben würden. Hier, nicht einmal im Jahr die Mutter besuchen, meine Lieben. Und irgendwo im Heim sie zu stecken. Nein, jeden Tag. Und im Dienste zu sein. Das ist Frauenrechte. Und nicht einmal im Jahr halbe Stunde und dann sie vergessen. Und die Aussagen der Salaf bezüglich dieser Thema, nämlich die Gütigkeit gegenüber den Eltern, sind zahlreich. Und somit, man sollte sich stark bemühen, gütig gegenüber den Eltern zu sein und sich von dieser Sünde, von der Ungehorsamkeit gegenüber den Eltern zu entfernen. Denn, meine Lieben, wie Sheikh Abdul al-Bukhari, hafizahullah, sagt in Medina, und er hat oft dies erwähnt, dass die Folgen von der Ungehorsamkeit gegenüber den Eltern sind gravierend. Die nächste weitere Sünde, die Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, erwähnte, ist die Unterbrechung der Verwandtschaftsbände. Die Unterbrechung der Verwandtschaftsbände. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابَ. Und diejenigen, welche verbinden, was Allah zu verbinden geboten hat, und ihren Herrn fürchten und sich auf einen schlechten Ausgang der Abrechnung gefasst machen. قال Imam Ibn Kathir rahimahullah fi hadhihi al-aya al-karima, ay min silat al-arham wal-ihsan ilayhim wa ila al-fuqara. Imam Ibn Kathir rahimahullah, einer von den großen Mufassirin, sagte in diesem Vers bezüglich, das heißt, sie verbinden bzw. pflegen die Verwandtschaftsbände. Und sie sind gütig ihnen und den Armen gegenüber. Das heißt, sie sind gütig gegenüber ihren Verwandten und auch gegenüber den armen Menschen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. Allah Ta'ala sagt, und als wir mit den Kindern Israels einen Bund schlossen, ihr sollt niemanden anbeten außer Allah und euch gegenüber den Eltern, Verwandten, Weisen und Armen wohltätig gütig erweisen. Und spricht zu den Menschen freundlich. Und hört euch zu, was Al-Allama Sa'di rahimahullah in Zusammenhang mit diesem Vers sagt. Er sagt, وَهَذِهِ الشَّرَاعِيُ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا فِي كُلِّ شَرِيعَةٍ لإجتمالها على المصالح العامة في كل زمان ومكان فلا يدخلها النسخ. Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di rahimahullah, dieser Diamant, dieser Schatz des Wissens, Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di, er sagte, die erwähnten Gesetzlichkeiten
in diesem vorherigen Vers, was wir zitiert haben, die erwähnten Gesetzlichkeiten gehören zu den Grundlagen der Religion. Damit hat Allah allen Menschen anbefohlen, weil sie umfassen das Wohl der Allgemeinheit zu jeder Zeit und zu jedem Ort. Sie werden nicht abrogiert. Jedoch, meine Lieben, bedauerlicherweise, die wenigsten von uns messen dieser Angelegenheit dem gebürtigen Beimaß. All dies aufgrund unserer Schwäche und Überwältigung der Materialismus. Die meisten Menschen, was man heute vorfindet, sie beschäftigen sich nur mit sich selbst und wenn überhaupt noch die eigenen Kinder. Jedoch unsere Religion ruft die Menschen, die Verwandtschaftsbände zu pflegen und sie aufrecht zu erhalten. Dementsprechend ist auch die Belohnung gewaltig, jedoch auch die Strafe ist heftig für jenen, die sie unterbrechen. Dann eine weitere Sünde, die Sheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, erwähnte, ist das falsche Zeugnis. Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, sagte, das falsche Zeugnis gehört zu den größten Sünden und frevelhaftesten Taten, denn diese Sache beinhaltet Ungerechtigkeit gegenüber demjenigen, der ein falsches Zeugnis abgelegt wird. Es ist verpflichtend für jeden Muslim, sich in Acht davor zu nehmen und sich weit weg davon zu entfernen, aufgrund der Aussage Allahs, فَجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ. Allah Ta'ala, der Erhabene, sagt im Koran, meidet den Götzendienst und meidet die falsche Zeugnis. Und auch in einem Hadith, wo von Imam al-Bukhari und Imam Muslim rahimahullah überliefert worden ist, wo der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, soll ich euch nicht von den allergrößten Sünden berichten? Und dann sagten sie aber ja, sie wollten es. Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, das falsche Zeugnis, und wiederholte es einige Male. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam wiederholte das falsche Zeugnis immer wieder, weil diese Sache ist ganz, ganz gefährlich. Und dann sagt Sheikh Ibn Baz rahimahullah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wiederholte es so viel, damit man davon gewarnt wird. Denn einige Menschen gehen damit leichtsinnig um. Und mag sein, hört euch ganz zu, und mag sein, dass er sogar Geld dafür bekommt, um ein falsches Zeugnis abzulegen. Geld, und das ist nichts Neues und nichts Verwunderliches. Deswegen man sollte sich an der Aussage Allahs halten, وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّور, und meidet, وَجْتَنِبُ اجْتِنَاب ist, haltet euch möglichst fern, weit, weit fern von der falschen Zeugnis. Und dann sagt Sheikh Ibn Baz rahimahullah, die Pflicht für jeden Muslim und Muslimin ist, dass sie nichts bezeugen, außer entsprechend der Wahrheit. Und selbst wenn jemand, der eigene Freund ist, man tut nicht aufgrund dieser Freundschaft eine falsche Zeugnis ablegen. Selbst wenn diese Zeugnis gegen den Feind sein sollte. Man darf dies nicht tun. Diese Sache ist sehr verhasst und große Frevelhaft. Das heißt, auch wenn einen Streitpunkt gibt zwischen einem deinen Freunden und auf der anderen Seite ist ein Feind von dir, eine verhasste Person und du willst ihm schaden, sogar in so einer Situation ist streng verboten, ist nicht erlaubt, sowas zu tun, meine Lieben. Denn Allah subhanahu wa ta'ala,
der Herr der Welten, der alles erschaffen hat, sagt im Koran, Illa man shahida bil haq wa hum ya'lamun, außer wer entsprechend der Wahrheit bezeugt. Und sie wissen, sie sind wissend darüber. Das heißt, sie bezeugen dies mit der Wahrheit, entsprechend der Wahrheit, mit Wissen, nicht irgendwelchen Vermutungen. Und sagt Sheikh Ibn Baz rahimahullah nach diesem Vers, er muss wissend und in Gewissheit sein, worüber er bezeugt. Und sonst soll er Allah fürchten, selbst wenn dein eigener Vater, dein Onkel oder ein Verwandter ist. Man bezeugt nur darüber, was man genau weiß und kennt. Und sonst, man hält sich fern von dieser Sache. Denn das sind von den großen Sünden. Schaut diesen Sachen, die wir bereits schon aufgezählt haben. Wenn würden sich die Muslimen an diesen Sachen halten, wir würden unseren Zustand sehen, ausschauen und unsere Verbesserung. Doch was sieht man bei den Muslimen? Falsche Zeugnis und anderen Sachen und Bezichtigung und Zinsen und so weiter und Schirk an der ersten Linie. Und sie denken sogar, dass dieser Schirk Tauhid bei ihnen ist. So weit ist gekommen, dass sie Schirk begehen und denken sie, es sei Tauhid. Allahu Akbar. Und dann sagen sie, wo ist die Verbesserung? Wo ist die Hilfe Allahs? Dann eine weitere Sünde, die Sheikh Ibn Baz rahimahullah anführte, ist die gelogene Schwüre bzw. Eide. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt diesbezüglich im Koran, وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ, und bewahrt bzw. erfüllt eure Schwüre. Und auch Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah Ta'ala sagt, diejenigen, die ihren Bund mit Allah und ihre Schwüre für einen geringen Preis verkaufen, haben am Jenseits keinen Anteil. Und Allah wird am Tage der Auferstehung weder zu ihnen sprechen, noch sie anschauen, noch sie läutern, yani reinigen. Für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Und auch Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, und sie schwören auf ihre Lügen, wobei sie es wissen. Und Imam Muslim, rahimahullah, überliefert von Abi Umama, radiallahu an, dass der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wer beansprucht das Recht eines Muslims, durch gelogene Schwur an sich zu reißen, damit hat Allah ihm das Feuer fällig gemacht und das Paradies verboten. Dann sagte ein Mann der Anwesenden, auch wenn etwas Winziges ist, ja, Rasulallah, auch wenn etwas Kleines ist, ja, Rasulallah, so sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, auch wenn ein Stock eines Baumes ist, und dieser Hadith ist in Muslim, meine Lieben, auch wenn es darum geht, um einen Stock, man darf es nicht tun. Und auch in einem Hadith von Bukhari wurde erwähnt, dass diese Sache zu den großen Sünden gehört. Eben das falsche Zeugnis, das falsche Schwüre abzulegen, um Sachen zu erlangen, um Sachen zu Unrecht zu erlangen. Dann die nächste Sünde, die Sheikhul Islam Ibn Baz rahimahullah erwähnte, ist, das Schaden dem Nachbar. Und diesbezüglich sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir fala yu'zi jarah. Al-Hadith muttafaqun alayh. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, wer an Allah
und den jüngsten Tag glaubt, der soll seinem Nachbar kein Übel zufügen. Und auch in einer anderen Hadith in Bukhari sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam: Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulallah? Qal alladhi la ya'manu jarahu bawa'iqah. Al-Bukhari. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam schwor bei Allah dreimal. Er hat noch nicht geglaubt. Er hat noch nicht geglaubt. Er hat noch nicht. Dann sagte er: Wer, o Gesandter Allahs? Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam: Derjenige, vor dessen Übel sein Nachbar nicht sicher ist. Und Ibn Hajar rahimahullah sagte in der Erklärung dieser Hadith: Dieser Übel ist hier mit Wörtern oder Taten. Das heißt, man kann Übel gegenüber dem Nachbar tun durch Wörter oder durch Taten. Das heißt, es muss nicht nur Taten, dass man handgreiflich wird, nein, auch durch Wörter. Es ist verboten. Es ist untersagt. Und dann die letzte Sünde, die Sheikh Ibn Baz rahimahullah erwähnte, ist die Ungerechtigkeit gegenüber den Menschen. Sei diese Ungerechtigkeit in ihrem Blut oder Besitz oder in ihre Ehre. Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, sagte: Die Ungerechtigkeit ist von den übelsten großen Sünden und sie ist Dunkelheit am jüngsten Tag. Dessen Übel ist gewaltig und dessen Ende ist verheerend. Die Ende von denjenigen, die Ungerechtigkeit tun, ist verheerend. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran: Wallahu la yuhibbu al-zalimin. Und Allah liebt nicht diejenigen, die Ungerechtigkeit tun. Und dann Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem anderen Vers: Wallahu la yahdi al-qawma al-zalimin. Und Allah lässt nicht ein Volk der Ungerechten recht leiten. Und Allah ta'ala sagt im Koran: Innahu la yuflihu al-zalimun. Und Allah gibt keinen Erfolg den Ungerechten. Und Allah Ta'ala sagt im Koran: وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Und diejenigen, die Ungerechtigkeit tun, sie werden keinen Helfer finden. Sie werden keine Helfer finden. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith Qudsi, wo Allah Ta'ala sagt: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ ظُلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا الْحَدِيثِ. Allah Ta'ala sagt: O meine Diener, ich habe mir selbst die Ungerechtigkeit verboten und habe ich auch unter euch dies verboten. So tut nicht gegenseitig Ungerechtigkeit. Und der Gesandte Rasulullah sagt in einem Hadith: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Der Gesandte Rasulullah sagte: Jedem Muslim gegenüber dem anderen Muslim ist unantastbar. In was? In seinem Blut, in seinem Besitz und seine Ehre. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in Hajjatul Wada, die Abschiedspilgerfahrt, sagte: Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun. كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا. Wahrlich, der Gesandte Rasulullah sagte: Eurem Blut und eure Besitzer und eure Ehren sind euch unantastbar, wie die Unantastbarkeit dieses Tages und dieser Monat und diesem Land bzw. dieser Stadt. Und Sheikh Ibn Baz rahimahullah sagt nach diesem Hadith: Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dies, damit die Menschen wissen, dass diese Angelegenheit gewaltig ist und auch sehr gefährlich. Und der Ort war Mekka. Also der Gesandte Islam hier sprach, war Mekka. Und die Unantastbarkeit Mekkas ist gewaltig. Und der Tag war Yawm al-Nahr. Und ist unantastbares Tag. Und der Monat war Dhul-Hijjah.
und ist auch zu den verbotenen und antastbaren Monaten. Und zum Schluss, als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam Mu'az ibn Jabal nach Jemen schickte, zum Schluss sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu Mu'az: Fürchte dich vor dem Bittgebet derjenige, der dem Ungerechtigkeit gemacht worden ist. Man sollte sich fürchten, weil diese Sache ist gewaltig, die Ungerechtigkeit gegenüber den Menschen, sei es diese Ungerechtigkeit in ihrem Blut, in ihrem Besitz oder in ihrer Ehre. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.